Heute ist Weltmännertag. Das offizielle Logo. Das offizielle Logo des Weltmännertags. Haben wir von der Weltmännertag.de Seite haben wir das gehört. So, also, heute ist Weltmännertag. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, Andrea Berg. Ja, das heute Weltmännertag, das ist der Tag heute, an dem alle Schwarzer gar nicht erst aufstehen. Ja, sagt, komm, macht ihr eure Scheiße alleine. Ich bleib liegen. Weltmännertag, da fällt mir Folgendes ein. Bischof Thebarts von Elst. Kennen Sie? Ja. Immer lachen die Leute, wenn sie dieses Bild sehen. Man hat manchmal den Eindruck, es gibt kein witzigeres Bild. Doch. So. Also, Thebarts von Elst hat, hat gelogen. Ja? Er wurde gefragt, ob er. Kannst du wieder Thebarts von Elst machen? Ja. Das ist nicht Thebarts von Elst. Das ist. Thebarts von Elst, bitte wieder. Danke. Thebarts von Elst. So. Hat gelogen. Er hat gesagt: Nein, ich bin nicht First Class nach Asien geflogen, ja? Sondern ich bin nur in der Economy-Klasse geflogen. Stimmt aber nicht. Ja? So, das heißt also, wegen Falschaussage unter Eid ist er angeklagt worden, ist aber jetzt gegen eine Zahlung von 20.000 Euro, ja, so eine Art freigesprochen worden. 20.000 Euro, das heißt für Thebarts von Elst, also mindestens anderthalb Badewannen, ja. Und ja, das heißt für ihn, er muss wohl zukünftig den Armani-Gürtel etwas enger schnallen. Frauenquote, ja, yeah, oder? Frauenquote? Sehr 50-50, würde ich sagen. Ja? Ach, hier. Endlich hat Uli Hoeneß mal was zum Heulen.